Ja, Leute, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Episode von Let's Play Spore. Ja, es ist sehr lang her, wirklich sehr lang her. Und ich kann euch was Gutes sagen. Ich habe es bis zur Mitte der Galaxie geschafft. Endlich mal. Und das heißt, das wird wahrscheinlich der letzte Part von diesem Let's Play sein. Ich habe ja auch jetzt hier gespeichert, weil ich habe mich da so durchgekämpft und ich bin jetzt echt erleichtert, dass ich es geschafft habe. Und jetzt begeben wir uns mal in die letzten Minuten von Let's Play Spore. Galaktischer Kern. Betreten. Ich habe noch 330 Leben. Greetings, Lufrank. Bunatabe wie vor. Heldentaten beweisen, dass du es verdienst, deiner Existenz vorzutreten. Das von dir bewohnte Universum ist nur eines von vielen. Unzählige Welten sind sich damit doch verbunden. Deine kreativen Bemühungen sind nicht unbekannt. Sie haben den Weg in diese unsichtbare Welt gefunden und glauben, deine Welt von ihren bereichert wurde. Es ist nun an der Zeit, dass du dich uns anschließt, um uns zu gehören. Nein, war nur ein Witz. Kein Grund zur Panik. Wirklich nicht. Die Zeit, die wir vor uns liegen, wird eine gute sein. Eine wirklich gute Zeit. Du hast dich viel gerade. Du hast dich vielleicht gerade. Kraft. Es ging zu schnell. Ich bin froh, dass du fragst. Ich bin Steve. Und du bekommst jetzt die Macht. Ja, du hast recht. Recht gehört. Die Macht. Die Macht, Leben, Intelligenz und der Existenz überall im Kosmos zu erschaffen und zu verbreiten. Setz diese Macht mit Bedacht ein. Setze sie so ein, dass die eines Tages eins werden können. Das heißt, ich meine rein metaphorisch. Oh, und noch was. Wir sind gerade in der letzten Verkaufsphase einiger Timesharing-Fizzes. Ach, Planet ist wirklich entzückend. Schau doch mal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Den Laden geht euch zum Frühstück ein und zur Präsentation. Nach dem Sol die dritte Ausfahrt links. Du hast den Stab des Lebens erhalten. Ja, der Stab des Lebens, da, wie er schon gesagt hat, man erhält dadurch die Macht, mit einem Klick Leben und Intelligenz auf einen Planeten zu bringen. Episch. Jetzt werden wir einfach wieder zurückgezoomt. Oh ja, das heißt, ich habe jetzt gleich habe ich es vorbeendet. Jetzt fällt euch bestimmt was auf. Die Spore, ach die Crocs. Sind, glaube ich, jetzt nicht mehr aggressiv. Da habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Da bin ich gestorben. Wunderschön. Ja, jetzt erkläre ich euch erstmal, wie ich es überhaupt... Ja, hier ist der Stab des Lebens. Den werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wie der funktioniert.
Den hat man, kann man nur 42 Mal auswählen, das ist ein bisschen schade, da hätten sie vielleicht unendlich mal machen können, dass man so voll krass auf einmal ist. Aber naja, also, ich habe es so gemacht. Ich habe mir so 6 Kolonialpakete genommen. Oder ein paar mehr, keine Ahnung. Ich habe dann immer hier, wo man ohne von den Grogs angegriffen zu werden landen konnte, habe ich mir dann einfach mal hier so ein paar, ja, Kolonien gemacht und da mich immer aufgefrischt, aufgecrashed. Voll krass. Jetzt müsste ich eigentlich wieder zurückgehen, weil ich habe keinen Bock hier den Stab des Lebens zu aktivieren. Aber das ist ziemlich kompliziert hier mit dem Rox im Nacken. Ist wieder schnell nach da. Oh, schnell darüber fliegen. Jetzt heile ich mich wieder schnell. Aber die Taktik hat eigentlich sehr gut funktioniert. Nur, es war trotzdem noch ziemlich anstrengend, da so hinzukommen. Das war wirklich ziemlich anstrengend. Ich habe mir da auch die Haare rausgerauft. Ich habe mich da aufgeregt. Meine Fresse, wieso komme ich da nicht hin? Ich habe es doch früher immer geschafft. Ja, und dann habe ich es endlich. Ich weiß nicht, nach wie vielen Stunden. Nein, nach nicht wie vielen Stunden. Das waren vielleicht eine Stunde habe ich dafür gebraucht, nach da zu kommen. Aber naja, ich hoffe, ich glaube, ich habe auch sogar was von dem Weg aufgezeichnet. Und das werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das werde ich natürlich zeigen, wie ich da die ganze Zeit verreckt bin. Ich glaube, ich bin da schon so um die 100 Mal oder so gestorben. Das kann gut möglich sein. So, und ihr seht, habe ich hier immer so ein paar Kolonien, wo ich mich dann auftanken kann. Wo habe ich denn meine nächste? Ach, die habe ich da. Genau, da bin ich. Ah ja, genau, hier habe ich mal geguckt. Wo kann ich denn lang? Dann bin ich hier links lang gegangen, weil hier sah es eigentlich relativ gut aus. Und da habe ich es dann auch endlich geschafft. Boah, ich bin echt so froh. Ich bin so erleichtert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich erleichtert bin. Nur, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ach so. Ja, noch einmal dieses Geräusch. Herrlich. So, jetzt erhöht sich natürlich wieder unsere Reichweite, wie weit wir fliegen können. Jetzt ist es natürlich einfacher wieder zu entkommen. Das war natürlich wieder so ein Rumgeklicke, so 10.000 Mal auf den Bildschirm klicken. Und dann hat einmal, ich war schon da und dann hat meine Tastatur irgendwie Spackungen gehabt und dann konnte ich nicht weitermachen. Das war total bescheuert. Und ich war da die ganze Zeit am Versuchen und Versuchen. Dann war ich endlich da und dann, nein, ich kann nicht speichern, meine Tastatur funktioniert nicht. Oh, ich hab die erstmal richtig auf mein Bett gekloppt. Oh. Ich wollte sie ja nicht kaputt machen. Weil ich glaube, dann wäre ich heute nicht fertig gewesen mit dem Projekt. Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich muss ja noch euch den Stab des Lebens präsentieren. Ah, mein Ohr juckt. Und wir sind eigentlich auch kurz davor, unsere letzte Plakette zu bekommen. Nur, ja. Aber wie ihr seht, habe ich hier die ganzen Sachen hier, ja, Ökosystem zusammengebrochen. Ist ja, habe ich mir keine Sorgen gemacht, sonst hätte ich wieder 10.000 Mal rumfliegen müssen, um dann da so einen Planeten zu retten. Darauf hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch da weg. Einfach nur weg. So, jetzt fliegen wir mal Richtung
Richtung Heimat. Ich hab jetzt Interstellarantrieb 5, meine ich. Damit kann ich super weit fliegen. Und ich kann ich nach hier fliegen, nach hier. Ist eigentlich jetzt shit egal, wo ich hin will. Ich komme dahin. Außer natürlich am Galaxiekern. Da kann ich natürlich nur ganz wenig fliegen. Oh, ich muss da lang. Ja, das ist jetzt unser letzter Flug nach Hause. Also das, ich sag jetzt schon mal, was mir an dem Projekt so gefallen hat. Halt mein Feedback gebe ich jetzt schon mal. Also mir macht das Spiel immer wieder Spaß. Ab und zu, ja, kann es etwas aufregen hier mit den Grox. Es ist natürlich sehr schwer, zum Galaxiekern hinzukommen, aber letztlich schafft man es doch. Also es ist nicht so unmöglich gehalten wie bei I Wanna Be The Guy, wo man halt richtig verzweifelt. Und es hat mir wieder Spaß gemacht, das zu spielen. Ich werde das auch wahrscheinlich demnächst wieder neu anfangen und eine neue Kreatur erschaffen. Weil es einfach richtig Spaß macht, irgendwann wieder eine neue Kreation da von irgendwelchen, ja, abartigen Kreationen zu machen. Und das ist wirklich gut. Das hat das Spiel wirklich gut gemacht. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, eigentlich, dass ich so oft gestorben bin. Also das Spiel hat wirklich wenig, worüber man meckern könnte. Außer, wie hier, dass mal ab und zu ein paar Lags kommen. Aber das kann auch an der Aufnahme liegen. Das ist jetzt nicht so ein Makel. Das hat mich eigentlich nie gestört. Ja, das ist mir auch scheißegal jetzt. Ich hab den Stab des Lebens. Könnt ihr mich mal hier, Grox? Naja, jetzt kann ich mal meine anderen Projekte mal weiterführen. Also nicht schlecht, das ist sehr gut. Finde ich gut. Ja, die Arbeiter auf dem Planeten sind überarbeitet, ja. Ist mir doch scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich will nur nach Hause. Ja, leider gab es da eigentlich Credits? Ich meine schon. Müsste ich mal im Hauptmenü gucken, da kann man, glaube ich, die Credits. Dann lasse ich den nämlich auch noch da einlaufen. Ich werde das auch alles in ein Video packen. Wenn es da ein 25-Minuten-Video ist, ist ja auch egal. Die Dateien sind ja meistens nicht so groß. Also ich empfehle euch, es mal wenigstens auszuleihen, das Spiel, weil es lohnt sich echt. Es macht echt Spaß. Und auch wenn man, ja, in meinem Alter ist, macht es trotzdem Spaß. Ich als alter Sack jetzt schon. Ich bin schon 18. Oh, das ist viel zu alt. Ich gehe schon auf die 20 zu. Das ist viel zu alt. Naja, auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß, auch wenn man. Das Spiel ist ab 12, glaube ich. Ich guck mal eben schnell nach. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Ich guck jetzt mal schnell nach. Mit wie vielen Jahren das Spiel ist. Ah, ist es doch. Da unten in meinem Schrank. Oh, es ist ab 12, ja. Also heißt, ich bin 6 Jahre über dem Alters, über der, ja, USK-Altersbeschränkung. Aber. Ja, es macht einfach Spaß, ab und zu mal zu spielen. Man sollte das Spiel nicht auf einmal so oft spielen, also so lange hintereinander. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man das Spiel zu lange spielt, hat man einfach nachher keinen Bock mehr. Ja, ich brauche eigentlich nichts mehr kaufen. Und jetzt gehen wir mal auf einen Planeten,
der ein bisschen Schrott ist. Mal gucken. Hier sind noch andere Lebewesen. Mal gucken. Crust, mal gucken. Ach, hier gibt's auch schon was. Ah, das sieht gut aus. Dann werde ich mal hier so einen roten Planeten werde ich mal terraformen. Ja, wieder Punksgewürz oder gelbes Gewürz. Wieso ist da? Ach so, ich bin ja gar nicht an der Sonne. Entschuldigt. Ich dachte schon, wieso ist denn da jetzt Eis? Kann doch gar nicht sein. So, dann werden wir mal unseren Stab des Lebens mal einsetzen hier. Stab des Lebens abfeuern. Episch. Mit einem Atompilz beginnt es und es bilden sich erstmal Wolken, Gewitterwolken. Fliegt man so um den Planet rum. Jetzt kommt diese Welle des Lebens und strömt da um und da wachsen einfach Bäume und ach, es kommen Kreaturen. Einfach herrlich. Mit anzusehen, wie so ein Planet mit einem Mal halt, ja, Leben eingeflößt wird. Uns hat das ja, Stunden, bei uns hat das ja Parts gedauert, bis wir einfach mal ein Planet komplett terraformt haben. Das war ja immer episch, wie lange das einfach gedauert hat. Ja, und schon haben wir einen kompletten Planeten einfach terraformt. Hier mit schönen Pflanzen. Ach, herrlich. Herrlich ist das. Was für Tierchen gibt es denn hier? Ach, schön. Das ist doch schön anzusehen. Gibt es auch noch was? Ja, ich weiß. Ich erschrecke euch. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, ich verbringe meinen letzten Speicher. Weil diesen Let's Play Stand behalte ich natürlich in Ehren. So, speichern. Und dann verabschieden wir uns schon mal von der Ectoslicer Spezies. Und gehen dann zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Tschüss, Welt. Ach ja, das war der Planet. Da haben wir aber richtig viel reingesteckt in den Planeten. Mal gucken. Irgendwo Optionen. Habe ich hier Credits oder so? Spore-Fiebel habe ich hier. Ach ja, das ist so eine Art. Ja. Wie soll man das sagen? Gebrauchsanleitung. Gebrauchsanleitung. Hat man hier. Ah ja, hier kann man sich auch natürlich noch Kreaturen erstellen und alles. Wenn ihr wollt, könnte ich mal ein paar Kreaturen erstellen. Also mal so aus reinem Fun. Ich hatte auch mal einen Online-Account, aber irgendwie funktioniert das einfach nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert nicht mehr. Mal gucken, was habe ich denn da für obszöne Kreaturen? Mal gucken. Es lädt, ich will nicht, dass es lädt. Ja, da sind alle Sachen drin. Von Gebäude. Ey, die habe ich CK genannt. Und die habe ich Blackhand genannt. Und die ist Bruno. Foxtrot. Wusste ich gar nicht, dass ich mal eine CK hatte. Aber die sieht auch nicht so toll aus mit Blackhand. Nicht schlecht. Gute Namen. Sui habe ich auch eine. So eine kleine. Die sieht fast genauso aus wie unsere Let's Play. unsere Let's Play Kreatur. Und hier Sui. Das sieht auch nicht schlecht aus. Da habe ich einfach mal meine Fantasie freien Lauf gelassen. Ja, ja. Hawk, hier habe ich einen Vogel gemacht. Natürlich sieht er da ziemlich scheiße aus.
Aber ich glaube, das hat sich noch einen späteren Verlauf gemacht. Das ist meine Vader. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Namen komme. Frag mich am besten nicht. Achterbahn. Okay, das ist von Computern. Hier ist unsere Ecto-Slicer-Spezies. Ah, hier habe ich doch mal Komödienhaus. Habe ich mal kreativ. War ich mal kreativ. Oh Gott, das sieht aber auch so scheiße aus. Und hier, das ist richtiges Alien. Richtiges Vorbild von Alien ist das. Oh, das hat was. Das hat auch was. Okay, mit so einer coolen Sonnenbrille. Ach, die haben wir doch ausgelöscht, mal Augenaffen. Baba Boop. Okay. Das Schöne ist ja, in Spores kommen immer neue Kreaturen, da eine Banane einfach mal hin. Es kommen halt immer neue Kreaturen, neue Variationen von irgendwelchen Körperteilen. Man hat halt da, kommt da sowas raus, aber es macht einfach Spaß, dann diese Kreatur zu spielen. Man beömmelt sich selber über seine eigene Kreatur. Ja, guck mal, wer macht so eine Kreatur und lässt sie dann vergammeln. Das ist doch geil, so eine Kreatur zu haben, wo man sich selbst drüber lustig machen kann. Das ist doch cool. Hier ist ein Vogel mit zwei Köpfen. Ist doch... Also das Spiel ist wirklich eine geile Idee gewesen von dem Machen. Es kommt ja bald noch ein neues Spore raus, Dark Spore. Da bin ich aber jetzt nicht so von überzeugt. Da ist mehr so, ja, sowas wie Heroes of Might and Magic oder so, nur halt ohne dieses schachfeldartige Kampfsystem. Oder eher sowas wie Diablo oder so. Oder Dungeon Siege, glaube ich. Da hätten sie besser mal ein neues Spore gemacht, ein komplett neues Spore mit komplett neuen Teilen und nicht nur so ein Add-on und ein paar neuen Features, ein paar neuen Phasen oder so, wo man, das gibt's eigentlich auch schon bei Galactic Adventures, aber wo man halt auch mal nochmal auf die Planeten raufkommt und vielleicht mal noch ein paar eigene Häuser so richtig bauen kann oder so. Sein eigenes Haus bauen kann, so wie in Minecraft. Das wär's doch. Nein, das wär's eigentlich nicht. Ja, wo man einfach nochmal auf die Planeten so drauf kann. Wo man nochmal alles erkunden kann, so wie in der Kreaturenphase. Das wär eigentlich nochmal reizbar gewesen. Ja. Oder sein Raumschiff da noch so auftunen könnte mit so fetten Spoilern und so. Das wäre auch geil. Ja, ich habe wieder Fantasien, ey. Das ist ja unglaublich. Okay. Damit ist dieses Let's Play offiziell beendet. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Kreaturen sehen wollt, ich bin gern bereit, meinen Fantasien freien Lauf zu lassen. Das wird dann noch als Anhang so gesehen. Irgendwie dann noch gemacht, wenn ich mal Bock habe, gerade zu was zu kreieren, kreiere ich dann einfach was und stelle das dann auch in die Playlist rein und alles Mögliche. Also, ich verabschiede mich von euch. Das war euer Ecto-Slicer. Ich hoffe, das Let's Play hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal bei meinen normalen Projekten, bei meinen anderen Projekten natürlich. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Das war euer Ecto-Slicer.